Geht's noch? Spenden die Homöopathen jetzt ganz? Also, ich war die schlimmste Gegnerin dieser modernen Homöopathie und habe gedacht, wir haben noch so viele großartige Arzneien, wieso müssen wir jetzt Adlerfeder noch erfinden? Deshalb verstehe ich immer alle Kolleginnen und Kollegen, die sagen, braucht man das wirklich? Weil es mir selbst auch schon so gegangen ist. Ich hatte eben keine Ahnung, schlicht und ergreifend, wie das immer so ist mit Besserwissen. Besserwissen ist meistens ein Ausdruck von, ich habe keine Ahnung. Ich würde es nicht missen wollen, aber wie kommt man jetzt drauf, welche Arznei braucht ein Mensch wirklich? Und da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen heranzugehen. Das eine ist, ich nehme alle körperlichen Symptome und schreibe auf. Und dann schaue ich in meinen glücklicherweise vorhandenen Homöopathie-Computer, statt 5 Stunden lang eine Anamnese auszuschreiben, wie das früher üblich war. Glücklicherweise gibt es ja neue Entwicklungen in unserer Zeit. Das ist eine Form. Eine andere Form, die sich gerade immer mehr entwickelt, ist, dass wir darauf hören, was die Menschen sagen. Und wir können uns darauf verlassen, dass sie in der Sprache der Arznei reden. Und dass sie möglicherweise, wenn wir sie lassen, auch schon sagen, welche Arznei sie brauchen. Es gibt so einen wunderschönes Video von mir, das erste, was ich machen lassen habe von einem Patienten, der hatte wenig Geld und der hat dann gesagt, können wir nicht irgendwie was erfinden? Und dann war klar, okay, ihr macht ein Video von mir, nämlich eine Einführung zu Familien und Reiche. Und das war so lustig, der war so wissbegierig, der guckte immer. Er hatte eine ganz merkwürdige Körpergestik. Ich habe mich immer schlapp gelacht dahinter. Das ist ein total tolles Video geworden, weil der so offen war und immer so ganz. Und dieses merkwürdige Kopfgebaren, das erlebe ich seitdem öfter. Und am Ende hat er dann nochmal so erzählt, weshalb er so spät gekommen ist und dass er auf seinen Schnabel gefallen ist. Und da musste ich so lachen. Wir werden das im Laufe des Tages erleben, dass ich immer mehr in diese Sprache der Vögel reinfallen werde. Reinfallen. Fallen können ja nun viele, selbst Bäume können fallen, aber Bäume fallen nicht rein. Bäume fallen auch. Die haben Angst zu stürzen. Aber den Boden unter den Füßen verlieren, das tun gerne welche, die entweder in der Luft schweben oder zu Wasser. Also die ganzen Meeresmittel, die haben auch Angst, dass sie den Boden unter den Füßen verlieren. Die Vögel haben eigentlich eher die Angst, dass sie dann wirklich abstürzen. Sie sagen auch abstürzen. Aber wenn wir uns so hinsetzen, und im Anfang habe ich das mit solchen Ohren und vor allen Dingen krampfhaft jedes Wort mitgeschrieben, und dann habe ich noch den schlimmsten Fehler begangen, dass ich gesagt habe, und wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Ratzfatz war meine Praxis leer. Das haben auch andere Kollegen erlebt, dass dann die Patienten sagen, das ist so unangenehm, gefragt zu werden, wie sich das anfühlt. Weil du hattest dir gewünscht, auch noch was Individuelles für dich mitzunehmen. Setz dich heute Abend hin, mach eine Liste, was kannst du richtig gut. Alles, was du richtig gut kannst, ausführlich, das muss nichts Positives. Zum Beispiel kann ich sehr gut ungeduldig sein, da brauche ich nichts zu tun, das kann ich von ganz alleine. Das ist nicht unbedingt positiv. Dann genug negative Dinge sein. Ja, aber das, was wir automatisch immer richtig tun, und das ist der Grund, weshalb wir uns selbst nicht behandeln können, weil dieses, was wir automatisch tun, das halten wir für selbstverständlich. Wir können also nicht sehen, wo der Schatten ist. Wir finden das total normal. Aber andere denken, wieso entwickelt die so ein völlig neues homöopathisches Konzept? Weshalb hat eine so einen Antrieb? Perfektionismus. Perfektionismus?
deckt es nicht ab. Sie weiß es nämlich nicht. Für sie ist das normal. Sie ist eine Forscherin. Ja. Sie forscht gerne. Und das ist für sie normal, deshalb glaubt sie, das ist Perfektionismus. Perfektionismus ist Böllinghausen. Ja, das stimmt. So und so und so und so. Wir müssen das alles in einer Reihenform bringen. Die Schattenseiten, und das ist jetzt wieder wichtig für dich, das Gegenteil, wir sind hier so wenig, wir können ruhig es bequem machen. Da darf jeder immer sagen, was sie braucht. Die Schattenseite von diesem... Soll ich zumachen? Wenn du möchtest. Im Moment nicht. Immer wenn eine möchte das Fenster oder Tür zu, dann macht sie ein Handzeichen oder tut es selbst. So, dann wissen wir, für alle ist gesorgt. Zum Beispiel, das Gegenteil von Ungeduld ist? Gelassenheit. Geduldig sein. Wenn man jetzt geduldig sein musste, dann macht das keinen Spaß. Bei uns in der Familie hieß es immer Öpferchen bringen, wenn wir einen besonderen persönlichen Willen hatten, also Kinder haben keine Willen zu haben. Und dann war das immer, hieß das immer Öpferchen bringen. Das war eine sehr streng katholische Herkunftsfamilie. Und Märtyrertum war Wertschätzung quasi. Also wenn man ein Opfer bringt, kommt man eher in den Himmel. Und statt dass die Eltern sagen, ich möchte nicht, dass du das bekommst, weil erstens habe ich keine Lust und zweitens, viertens, so, üb dich mal darin, Töpferchen zu bringen. Geduld ist eine Tugend. Ihr merkt, da geht eine Resonanz los. Und das ist, da reagieren die Menschen völlig unterschiedlich mit. Es gibt Menschen, die sind zum Beispiel angebunden worden in ihrer Kinderzeit. Stark neurodermitisch kranke Kinder zum Beispiel. Die hat man früher angebunden, damit die sich nicht kratzen können. Und dann passiert daraus, ich lasse mich nicht mehr einschränken oder ich kapituliere und habe überhaupt keine Bewegungsimpulse mehr daraus. Das, wie wir das entscheiden, das liegt an unserem Wesen. Also quasi die gleiche Traumatisierung macht völlig unterschiedliche Reaktionen. Aber die Menschen werden darunter leiden, dass sie nicht in die Pötte kommen. Weil sie kriegen nichts gebacken, die fangen nichts an. Die sitzen zu Hause und spalten ihre Haare und wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Die sind immer noch gefangen. Gefangen sind wir eigentlich an der Stelle, und Gefangenheit ist eben das große Thema der Vögel, an der Stelle, wo wir ein bestimmtes Gefühl nicht ertragen oder erdulden können. Wenn wir irgendetwas fühlen, was wir nicht haben wollen zu fühlen, sind wir gefangen, genau an der Stelle. Dieser Wunsch nach Freiheit, wenn die Patienten dann fragen, Freiheit ist für mich ganz wichtig. Frage ich, wovon? Also wovon möchtest du frei sein? So gucken die dann auch. Ja, was ist das eigentlich, Freiheit? Für mich ist Freiheit die größte Illusionsblase, die unsere Kultur hervorgebracht hat. Weil diese ganze europäische Kultur baut ja sozusagen darauf, dass wir Freiheit, Brüderlichkeit und wie war das an Gleichheit für die Brüder. Wir merken Freiheit immer dann, wenn sie beschnitten wird. Vorher merken wir sie nicht. Vorher haben wir das Gefühl, das ist alles in Ordnung, aber sobald es eine Grenze gibt, merken wir, hier komme ich einem Gefühl nahe, was ich nicht fühlen möchte. Wenn Vogelmittel in die Praxis kommen, dann kriegen wir sehr schnell mit, dass Freiheit ihr größtes Anliegen, Autonomie, Freiheit, aber es ist Ausdrucks- und Bewegungsfreiheit. Es gibt sehr viele, die was mit Freiheit zum Start haben, auch Pflanzen können frei sein wollen, Lanthaniden wollen per se frei sein, und der Lanthaniden und die Vögel sind die wichtigste Differentialdiagnose, sind Mineralien, seltenen Erden, das sind die Friday for Future Generation. Da kann man jeden dritten, könnte man einen Lanthanid geben.
Die setzen sich ein für den Schutz der Erde und für die Entwicklung der Erde und haben ein sehr hohes Bewusstsein und auch ein Gerechtigkeitssinn. Aber vor allen Dingen haben die einen Sinn für Autonomie, weshalb die in die Praxis kommen mit Schulproblemen, weil die sich nicht anpassen können. Die können mitgehen, was sie einsehen, aber gegen ihr Wissen und Fühlen können die nicht handeln. Und die kann man manchmal schwer differenzieren von den Vögeln und auch die Silberserie. Bei der Silberserie geht es um Ausdruck, da geht es nicht so sehr um Bewegungsausdruck, sondern eher um künstlerischen oder Wissenschaft. Deshalb sind die Menschen, die ein Mineral brauchen könnten, eben auch da sitzen mit Freiheitswünschen und auch voll. Das war ein Zeichen für ein Problem. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wir werden am Ende des Tages wissen, in welchem Gefieder sie hier sitzt. Habe ich nämlich auf dem Weg hier in so ein schönes Märchen gehört. Das hatte mir eine eigentlich aufgenommen als Hörbuch und das habe ich gehört. Das heißt Sarah und die Eule. Sehr zu empfehlen. Und die sprechen immer davon, die gleichen, wir sind vom gleichen Gefieder. Das Mädchen und die Eule sind vom gleichen. Das heißt, wir haben die gleiche Wellen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn hier einige Vögel unter uns sitzen, die nur aufgrund eines Aushangs in die Praxis kommen. Das wäre schon quasi verwundert. Meistens beschäftigen sich Menschen, die Vögel brauchen, zum Beispiel mit Singen. Weil es gibt sehr viele Singvögel. Selbst die Krähe ist ein Singvogel. Und es gibt eine berühmte homöopathische Kollegin, deren Name ich jetzt nicht sage. Die war früher Opernsängerin. Die hat auch ein großes Wissbedürfnis und sehr viel mit Vögeln im Sinn. Ja, wenn die Menschen ein bisschen beobachtet, dann merkt man, da ist irgendein Vogel natürlich. Hier gibt es einen großen Sufi-Meister. Der sieht schon so aus wie ein Puh. Da. Der hat nämlich so eine Nase. Da auf der Rückseite kann man den wohl besser sehen. Und dann hat er auch noch einen Adler auf dem Arm. Mhm. Weshalb lässt man sich mit einem Adler auf dem Arm abbilden? Und der hat quasi die halbe, also eine bestimmte Sufi-Szene völlig revolutioniert, weil das so ein Freigeist war. Und dass Freiheit ein ganz wichtiges Element ist. Und es gibt so Sufi-Orden, die sind sehr, ich will jetzt nicht dogmatisch, aber die haben sehr viel, die haben die mit Regeln und so. Und der hat also mal richtig aufgeräumt. Die Erben von ihm versuchen jetzt ein bisschen wieder das aufrechtzuerhalten. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass jetzt selbst Menschen, die sonst mit solcher Richtung nichts zu tun haben, dahin gekommen sind. Das ist ja ein bisschen so ähnlich wie der Dalai Lama durch seine Flucht eigentlich den Buddhismus verbreitet hat auf dieser Erde. Und Freiheit und Flucht und eingesperrt sein, das sind wichtige Vögel. Vögel wollen auf keinen Fall gefangen sein und wenn wir fragen, wie fühlt sich das denn an, behutsam dürfen wir das mal fragen, wenn sie sagen, oh, das ist so, oh, ich bin so bewegungseingeschränkt, das tut so weh. Und dann frage ich, ja, beschreiben Sie mal den Schmerz. Ah, das ist so richtig wie glühende Drähte. Es ist so eng hier und ich komme gar nicht raus. Das wird ganz, ich fühle mich total gefangen. Dann gehen die so ganz rein, wenn man sie lässt. Und dann, wie in einen Käfig gesperrt, ich komme nicht raus, hier gibt es keine Tür, ich kann überhaupt keinen Ausgang sehen. Und dann habe ich Trick 17, weil wenn jemand irgendwo reinkommt, dann muss es einen Eingang geben. Und dann sage ich, drehen Sie sich doch mal um. Könnte sein, dass Sie die Tür finden. Wie kommen Sie darauf? Und wenn wir Sie wirklich in diese Tiefe dieser Empfindung fühlen, dann macht es Sinn, Sie auch wieder rauszuholen. Weil diese Tiefe der Empfindung ist unser Grundraum. Zum Beispiel habe ich gerade heute Morgen zum Frühstück so ein Bild gesehen von Leo.
weiß gar nicht, worum es ging, und dann waren mongolische Kinder, mussten Mittagsschlaf haben. Und die waren alle eingepuckt. In ihren Decken lagen die da. Die Hölle! Für mich die Vorstellung, eingepuckt zu werden, ist das Letzte, was ich mir vorstellen kann. Aber es gab eine Strömung in der Erziehung, die sagte, man muss die Kinder ganz festhalten, wenn die durchdrehen. Je mehr Kontakt und mehr festhalten, umso besser. Ob die dann einen Freiheitsdrang entwickeln oder Apathie, das wird sich zeigen. Das ist aufgrund ihres Wesens. Und wenn es Menschen sind, die ein Vogelmittel brauchen, dann werden die zu Freiheitsdrang in Bewegungsfreiheit. Die werden dann Tänzerinnen, die werden dann viel mit Tanz, mit Bewegung, mit Schnelligkeit. Die ganzen Raser hier auf der Autobahn, die... Tolles Gefühl. Aber wozu machen die? Was ist das für ein Gefühl? Oh, ich kann da so richtig Gas geben, ich bin so präsent. Und dann fliege ich wie über die Autobahn. Das ist fast wie fliegen. Wunderbar. Ach, ich kann das gut verstehen. Ich habe gerade ein neues Auto, das nicht fliegen kann. Völlig neue Erfahrung. Dafür kann man sich darin ein Nest bauen, das ist dann mein Ersatz. Ja. Wie ist es denn mit dem Empfinden im Cabrio? Ah, das ist, ja, die Hand und die Augen und die Ohren, die Vögel sind sehr empfindlich mit den Augen und den Ohren, das sind ihre wichtigsten Sensoren. Also, die haben total scharfe Augen, aber die leiden natürlich schnell an Augen, weil die sind so hoch spezialisiert. Und die Ohren auch. Also, Cabrio, Motorrad, gute Idee, aber schön einfach. Sie haben was mit Wind, mit Fliegen, mit Flucht, mit Schweben. Sie träumen, dass sie fliegen. Wenn sie es nicht von sich aus erzählen, und ich glaube, es ist ein Vogelmittel, dann frage ich am Ende der Anamnese, wovon sie träumen, ob es da noch irgendwelche Traum gibt, und dann zähle ich immer mehrere auf. Feuer, Wasser, Luft, Fliegen, Stürzen, so. Räume. Und dann springen die darauf an und sagen, ja, geflogen bin, als Kind bin ich jede Nacht geflogen. Und dann lasse ich mir das Fliegen beschreiben. Weil die Art und Weise, wie sie fliegen, gibt schon einen Hinweis auf die Vogelart. Das ist eher so ein Gleiten und Schweben. Letzte Woche hatte ich eine, die sagte, ich muss mich da ganz doll mit anstrengen, aber dann komme ich hoch. Wenn ich erstmal oben bin, geht es, aber ich muss immer richtig so sitzen. Es gibt natürlich auch diese Erfahrung, diese außerkörperlichen Erfahrungen, das müssen nicht unbedingt Vogelmittel sein. Die schweben dann in der Zimmerdecke und sehen sich, wie sie schlafen. Das sind sehr vorgeburtliche Arzneien, Milchmittel, Muttermittel und Säuren, Hydrogenium, also alle, die so zu tun haben mit Geburtsthemen, die dann abheben. Hochgelegene Orte. Ich habe heute Morgen den schönsten Sonnenaufgang meines Lebens gehabt. Diese Region ist sowas von schön. Ich komme so aus dem Flachland. Theoretisch sieht man ja den ganzen Himmel im Flachland. Aber hier ist vielleicht ein Himmelsgefühl. Und dann hatte ich den Sonnenaufgang und ich kam diese Berge hochkrochen, meiner kleinen Schnecke. Und dann diese Himmelweite und dieses weite Gucken von den Bergen aus. Boah. Und ihr merkt, wenn die in ihrem Element sind, dann fangen die an zu schwelgen. Und sie beschreiben in der Begeisterung nämlich dieses Feld, was die Bäume anbracht, was die Vögel angeht. Sie haben auch manchmal eine Vorliebe für Bäume, weil die sind verwandt miteinander. Die sind sehr miteinander in Kontakt und schützen sich gegenseitig. Die einen pflanzen Bäume und die anderen wohnen in Bäumen. Wenn wir die Eichelhäre nicht hätten, dann hätten wir hier keinen Wald, jedenfalls nicht so einen, den wir haben, weil nach der Eiszeit haben die Eichelhäre und die anderen Vögel die Wälder gepflanzt. Das waren die Vögel. Also die haben auch eine besinnte Vorliebe möglicherweise für Bäume. Wenn man fragt, ich frage ja immer, was ist die Ihnen liebste Pflanze?
Erst lasse ich mir beschreiben, was ist der schönste Ort in der Natur? Stellt euch mal gerade einen Ort in der Natur vor. Was ist euer schönster Ort, ganz im Stillen für euch? Wie sieht es da aus? Wie fühlt es an? Und diese Arznei wird sich da heimisch fühlen. Das heißt, bei den Schlangen kommt oft irgend so ein kleines Waldlichtung bei raus. Es kommen bei vielen Waldlichtungen bei raus. Aber Schlangen haben das gern mit Waldlichtung. Also es gibt, man kann nicht von den Bildern auf die Arznei schließen. Das sind nur Bestätigungsatome. Man kann auch von dem Traum im Fliegen nicht auf die Arznei schließen. Fliegen, ja. Man kann ja auch die Arznei fliegen, es geht schon los. Aber es sind Bestätigungssymptome. So wie drücken, stechen, rechts, links sind das eben auch eine Bestätigung. Wir dürfen nicht anfangen, danach zu suchen. Dann kommen wir in Teufelsküche und fangen an, das zu interpretieren. Und wenn wir nicht Kinesiologie könnten, dann wären wir wahrscheinlich am Ende eine falsche. Was ist die schönste Pflanze? Weil von diesem Naturbild haben wir schon meistens einen Zugang zu einer Pflanze. Deshalb frage ich, was ist die mir liebste Pflanze und weshalb? Die Leute sollen das erklären. Und die Erklärungen sind meistens interessanter als die Pflanze selbst, weil die Erklärung, die sie haben, hat häufig mit den Personen zu tun. Ja, die ist so grazil, so ästhetisch und dann haben wir so eine ganz grazile, ästhetische Vorsitzende. Man beschreibt sich daran selbst. Die Pflanzen, die wir nicht mögen, das ist natürlich das, wo unsere Wunde ist und was wir auf keinen Fall wollen. Deshalb kommt sehr häufig Brennnessel dabei raus, weil Brennnessel ist von den Bachblüten typischerweise eine Pflanze, die uns hilft, alte Kindheitstraumatisierung zu lösen. So, also das wird schon manchmal schwierig. Die Menschen, die Pflanzen brauchen, die sagen, oh, das ist aber schwierig, ich liebe alle Pflanzen. Und die anderen sagen, so tierische Sachen, mit Pflanzen habe ich es nicht so, vielleicht ein Baum. Das sind immer große, dicke Bäume, die dann schön sind und alte Bäume, weil die machen in uns was. Das heißt nicht unbedingt, dass es ein Baum wird. Aber wenn sie dann anfangen zu schwelgen an der Stelle, dann kann das sein, dass wir quasi die Tür öffnen. Und welches Tier ist Ihnen am liebsten? Delfine kommen gerne, Wale kommen gerne. Und dann wird es schon schwierig, dann spezialisiert es sich. Und die eigenen Haustiere und die man gerne liebt, die Raubtiere. Aha. Ja, hier wohnt auch der Wolf in der Gegend. Ja, so langsam kommt er nie. Vielleicht ist das hier ein bisschen. Wenn man ihn schafft. Oder du hast viele Kinder. Das auch. Ja, weil die Kinder wählen natürlich starke Tiere. Ja, ja, genau. Deshalb ist Adler sehr weil Kinder suchen sich ein starkes Tier, das die Stärke repräsentiert, weil das ist das, was sie brauchen. Mhm. Und dann frage ich eben als letztes, in was willst du dich gerne verwandeln? Und dann kommt ein Adler. Weshalb? Ja, der ist stark und dem hat niemand was zu sagen und so. Dann wissen wir, das hat mit der Arznei gar nichts zu tun, sondern das ist unser Wunsch. Das, aber das, was wir mögen, was wir lieben, das hat man häufig mit der Arznei. Manchmal sogar eins zu eins. Aber wir dürfen es nur als Bestätigungssymptom. Sonst machen wir eine Arznei mit Prüfung. Das heißt, wenn dieser Vogel wart, wenn der sein ganzes Leben, sich sein ganzes Leben um Vögel dreht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch was mit dem Vogel zu tun hat. Weil es gibt so etwas wie eine Art Identifizierung. In unserer Verletzung, die wir erfahren haben, identifizieren wir uns quasi mit einem Naturreich und retten uns aus diesem Naturreich, je nachdem, was unser Grundtalent so ist. Wir suchen uns Stellvertreterkräfte. Und dann heißt es nicht verwunderlich, wenn die irgendwie das ganze Wohnzimmer plakatiert haben mit irgendwie diesem bestimmten Etwas. Was die Arznei. Natürlich haben sie auch Begeisterung von Vögeln, aber es kann auch Widerstände geben für Vögel. Ich mache mal kurz die Lösung raus, die mit dem Stuhl haben. Also Widerstände von Ekel vor Vögeln, Angst vor Vögeln können genauso gut erfahren.
Hackordnung, Konkurrenz und Eifersucht. Kann unter Vögeln durchaus auftauchen, je nachdem von welcher Sippe die sind. Vögel können sich gerne wegbeamen auch. Also Menschen, die Vögel brauchen, beamen sich gerne weg. Dass sie von der Erde, der Schwere der Erde weg wollen, das kann man auch mit lesen. In die Fantasiewelt zum Beispiel oder in die Spiritualität. Die meisten Vögel haben einen hohen Zugang zur Spiritualität. Das ist sowas wie so ein Grundbedürfnis, die Erdenschwere hinter sich zu lassen und mit dem Himmel in Verbindung zu sein. Gestern ein schönes Buch gelesen. Kann ich nicht wiedergeben, aber der ist irgendwie 300 Jahre alt und da hat er gedacht, und ich bin noch nie einmal drauf gekommen, dass der Himmel auf der Erde schon ist. Wir befinden uns im Himmel. Ich habe es nicht bedacht. Immer rollen alle in den Himmel, dabei sind wir von Himmel umgeben. Der kommt zu uns auf die Erde. Wir atmen den Himmel. Ist alles da. Es unterscheidet sich sehr nach Gattung. Die Vögel haben ja ein Riesenspektrum. So eine Ente und so ein Kolibri, die werden sich wahrscheinlich nicht viel zu erzählen haben. Aber meistens haben Vögel einen erhöhten Stoffwechsel, das heißt, die können unter Umständen viel essen und setzen nicht an. Oder haben sehr zarte Knochenstruktur, häufig eher so zierliche Gestalten. Aber so eine Gans kann auch durchaus etwas robuster. Überempfindlichkeiten. Gerne Augen, Ohren und der Hals ist bei Vögeln ein sehr beliebtes und zu Erkrankungen oder gefährdete Bereich sein. Viele Vögel haben was mit dem Hals und sie haben was damit, wie von hinten angegriffen zu werden, wie Krallen von hinten. Das letzte Vogelseminar habe ich in Münster gegeben. Ich wollte gerade anfangen, die Mitte aufzubauen. Dann kam der Vermieter des Raumes, das war eine Heilpraktikerschule. So richtig aus meiner Stille, so am Anfang mal ruhig sein und sich vorzubereiten, kommt er. Räumst die Tür auf! Sie haben gestern die Kerze aus dem Seminar raus sowieso geklaut. Das ist ja eine Unverschämtheit und macht mich da fertig, so aus heiterem. Ich bin, schöne Einschwingung war das jetzt. Ich hatte gerade eine ganz schöne Einschwingung. Ich bin gefahren und habe einen riesen Vogelschwarm gesehen, der sich besammelt. Und wie der so geflogen ist. Aber ich bin leider nicht näher dran gekommen. Ich hätte mir das gerne noch ein bisschen näher angekommen. Aber vor Wintern hier am See. Die haben das öfter. Jetzt seit ein paar Jahren. Ah. Die überwintern hier. Jeden Morgen und jeden Abend. Toll. Man hat ja festgestellt, die Wissenschaft hat festgestellt, wie geht das im Schwarm zu fliegen? Weil die Menschen werden immer klüger und lernen jetzt immer mehr von Tieren. Und wie kann man ein Unternehmen führen, das alle zufrieden sind? Genau, Schwarmintelligenz. Geht nicht mehr darum, dass der Chef es von oben zu sagen hat, sondern die sieben, die gerade sich in der Nähe befinden, schwingen sich aufeinander ein. Das heißt, der Schwarm muss nicht wissen, wo der ganze Schwarm hinfliegt, sondern der braucht sich nur einschwingen auf die sieben, die im Raum sind. Die wechseln natürlich immer mal. Das heißt, die haben nur mal sieben Vögel im Blick und können diesen ganzen Schwarm innerhalb von Sekunden. Und es ist auch festgestellt worden aus der Pädagogik, dass eine Gruppe mit sieben die perfekte Größe hat. Weil die sieben können sich noch aufeinander beziehen. Sind es weniger, gibt es so Querelen, weil es gibt ja in der Gruppe immer einen von der Hackordnung, den man doof findet. Das ist unter sieben schwierig, wenn man nur zu viert ist und einer ist doof. Und wenn es mehr sind, sitzen 12 zusammen, dann gibt es wieder so Untergrüppchen und so, welche, die sich keinen Platz haben. Bei sieben können wir uns noch aufeinander beziehen. 2, 4, 6, 7. Wunderbar. 7, 12, 6. Reisen, navigieren und sich orientieren sind wichtige Themen. Visionieren. Die haben häufig auch Visionen, dass sie sich eher auf die Zukunft beziehen, sich interessant an der Zukunft haben.
spirituelle Visionen, Interessenten waren. Sie wollen frei schwingen dürfen. Die Energie soll frei schwimmen. Wie gut, dass wir immer Fenster aufmachen. Dann können wir auch immer wieder rausschwingen. Aber sie kommen eigentlich, wenn man hinter das Symptom schaut, ist das Symptom immer dieses sich gefangen fühlen, möglicherweise sogar im Körper gefangen fühlen, durch die Krankheit gefangen fühlen, eingeschränkt fühlen in ihrer Bewegungsfreiheit oder sich getrennt fühlen aus der Welt. Dieses Gefühl von angegriffen werden, verfolgt werden, und das ist so unerwartet. Bei Vögeln ist das auch unerwartet. Da habe ich ja jetzt das Wunder. Karte mit dem, wo ein Specht drauf ist, der kriegte von hinten einen unerwarteten Besuch, aber dem unerwarteten Besuch ist es nicht wohl gekommen. Da hat sich ein Eichhörnchen drauf geschwungen und wollte den Specht fangen und jetzt muss das Eichhörnchen unfreiwillig mitfliegen. Man kann dann gar nicht mehr zubeißen, weil dann stürzt es ab. Also schnell reagieren können ist für Vögel wichtig. Ausbrechen, sich freikämpfen. Vögel können sowohl Opfer als auch Täter sein. Das ist ein Hermelin, das kann ich schon. Bitte? Das ist ein Hermelin. Ein Hermelin, war das genau, ja. Oder Cosita. Da freut sich der Fotograf über so ein Bild. Den Rest seines Lebens. Das kriegt man nur einmal im Leben zu sehen. Ja. Also es können auch ganz grausame Geschichten dabei losgehen und Gewaltgeschichten ist aus der Vergangenheit, weil die Vögel sind nicht immer nur so, dass wir uns darüber freuen. Manchmal würden wir ihnen auch gerne den Kopf umdrehen. Vor allem bei denen, die wir essen. Das heißt, in der Falle sitzen, zu ersticken, gewürgt werden, das sind alles können Vogelthemen sein. Gefangenschaft und Freisein ist das Hauptspannungsfeld. Die Sinnesorgane, der Kopf ist höchst empfindlich. Sehstörungen sind total doof für Vögel, weil über Sehen geht eine ganze Menge. Die Schmerzen sind stechend, scharf, Krallen, steht alles in eurem Skript. Die können Allergie und Verlangen auf Eier haben oder ein Thema mit Eier. Oder Daunenallergie. Kopfschmerzen zum an die Wand rasen. Das passiert ihnen ja auch manchmal. Ich hatte auf meiner Scheibe hatte ich so eine richtig schöne, geschwungene Federn. Total schönes Abbild, weil da eine Taube vor die Scheibe geflogen ist. Meistens erholen die sich davon. Dann haben die 2 Tage Kopfschmerzen. Ich habe sie jedenfalls bei mir nicht gefunden. Manchmal eben nicht, wenn ihnen dann bei einem Auto können sie sich nicht davon überlassen. Potenziert halt die Geschwindigkeit. Klaus Kinski soll ein Vertreter eines Geiers sein. Ich weiß nicht, ob das ein Geier ist, aber ein Raubvogel wird er bestimmt sein. Das Miasma ist Tuberkulose. Klaus Kinski? Ja, ich hätte da eher was Miasmatisches, also irgendwas Syphilium oder so. Ja, genau, irgend sowas. Das war aber, glaube ich, besser für die. Deshalb hat diese Person, wer auch immer das zugeordnet hat, vielleicht eher an Geier gedacht, weil die schon eher syphilitisch sind. Eigentlich sind Vögel eher tuberkulinisch. Und deshalb haben wir häufig in der Praxis Phosphorfälle, die gar kein Phosphorfälle sind, sondern ein Vogel oder ein Schmetterling. Und das Entscheidende bei Phosphor ist, dass die mineralisch sind, das heißt, sie brauchen eine Struktur. Und die werden dafür sorgen, dass sie eine Struktur halten und die Struktur und Sicherheit an Materie und Struktur ist denen total wichtig, den Vögeln. Hauptsache, sie können